Hallo und herzlich willkommen bei Teigwelt. Heute machen wir ein sehr einfaches und schnelles Brot mit Gelinggarantie. Wir backen dieses Brot im Topf. Am besten geht es in einem emaillierten, gusseisernen Topf, aber man kann auch eine Auflaufform, einen Bräter oder einen anderen feuerfesten Topf dafür nehmen. Wir benötigen für die gesamte Zubereitung keine 1,5 Stunden und nur 5 Minuten Arbeitszeit. Aber los geht's. Wir nehmen uns eine verschließbare Schüssel. Dort füllen wir das Mehl Typ 1050 ein. Danach geben wir eine Packung Trockenhefe dazu. Das Salz wiege ich immer mit einer Feinwaage ab. Ich achte darauf, dass ich ungefähr 1% der Mehlmenge an Salz in den Teig gebe. Gefolgt von lauwarmem Wasser. Wichtig ist dabei, dass das Wasser nicht über 40 Grad Celsius hat. Die Zutaten werden mit einem Kochlöffel gründlich verrührt. Man kann den Teig auch wirklich nur mit dem Kochlöffel durchrühren. Wenn man möchte, kann man ihn auch kneten, mit einer Küchenmaschine oder Handmixer verarbeiten. Das ist aber nicht notwendig, sondern auch diese einfache Variante, die ich jetzt zeige, mit dem Kochlöffel, bringt später sehr gute Ergebnisse. Das Ganze muss auch nicht ewig lange gemacht werden, sondern wenn ich einen schönen glatten Teig habe, nach wenigen Minuten kann ich bereits wieder aufhören und die Schüssel fest verschließen. Anschließend wird ein warmes Wasserbad eingelassen. Auch hier darf die Temperatur auf keinen Fall über 40 Grad Celsius betragen. Das verkraftet die Hefe nicht so gut. Wir lassen die Schüssel dort für ca. 30 Minuten. Nach 10 Minuten kann man schon gut erkennen, dass der Deckel der Schüssel sich etwas anhebt. Durch das warme Wasser reagiert die Hefe deutlich schneller. Ob eine Tupper-, Emser- oder IKEA-Schüssel spielt hierbei keine Rolle. Es sollte nur kein Wasser in die Schüssel hereingehen. Nach den 30 Minuten nehmen wir die Schüssel aus dem Wasserbad und bemehlen unsere Arbeitsfläche. Den Teig kann man am besten mit einer Teigkarte oder einem Teigschaber aus der Schüssel herausholen. Je nachdem, wie flüssig oder fest dein Teig ist, musst du etwas mehr oder weniger Mehl auf die Arbeitsfläche verteilen. Dafür bekommt man aber ganz schnell ein Gefühl. Ich verteile das Mehl immer recht großzügig und streiche es mit der Hand ein wenig glatt. Gerade zum Beginn kann es passieren, dass der Teig noch etwas festklebt an der Unterlage hier bei mir am Tisch. Man kann auch Backmatten verwenden. Ich bin davon kein großer Freund, weil ich finde, dass man so eine Fläche danach besser reinigen kann. Wenn der Teig auf meiner Arbeitsfläche ist, dann schaue ich erstmal, wo er festklebt und gehe dort nochmal mit der Teigkarte oder mit einem Schaber unten drunter, sodass auch dort Mehl ist. Insgesamt achte ich erstmal drauf, dass alle Seiten des Teiges etwas Mehl haben, damit nicht mehr so viel anklebt. Man muss aber ein bisschen aufpassen, dass auf der Oberfläche, wo ich später noch falten möchte, dass dort nicht zu viel Mehl ist, sodass ich das zwar auf der Arbeitsfläche gut bewegen kann, aber ich trotzdem noch den Teig vernünftig falten kann. Das merkt man aber ganz schnell, wenn man den Teig danach faltet. Der Teig muss erst einmal ein wenig bewegt werden und gut mit Mehl bedeckt sein. Um eine schöne Form zu erhalten und dass der Teig später auch gut aufgeht, muss der Teig etwas gefalten werden. Dafür drücken wir diesen erst etwas flach und nehmen dann eine Ecke und klappen sie über die Mitte des Teiges. Das Ganze wiederholen wir ein paar Mal, bis man merkt, dass der Teig eine gewisse Spannung aufbaut. Die Seite, die jetzt oben ist, ist später unsere Brotkruste und die glatte Seite, die unten ist, ist später auch unsere Brotunterseite. Am Ende kann man den Teig noch etwas rund formen, aber durch das Falten des Teiges ist er annähernd sowieso schon rund. Wir benötigen nun eine Schüssel. Diese muss vom Durchmesser etwas kleiner sein als der Topf, in dem wir das Brot backen wollen. In diese Schüssel legen wir nun ein Geschirrhandtuch und mehlen es gut. Die Oberseite des Teiges, die spätere Brotkruste, kommt nach unten auf das Geschirrhandtuch. Danach stellen wir den Brotteig an die Seite.
Wer hat, kann dafür auch Bäckerleinen nehmen. Wer weder ein Geschirrhandtuch hat, noch ein anderes Stück Stoff, das man dafür verwenden kann, kann die Schüssel auch leicht mit Öl einreiben und den Teig ohne Mehl und ohne Tuch dort reingeben. Ich empfehle das aber mit dem Tuch, denn wenn wir später den Teig in den Topf geben möchten, ist das sehr praktisch. In der Zwischenzeit kann der Backofen 250 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt werden. Der Topf kommt mit in den Ofen und wärmt ebenfalls mit auf. Der gusseiserne Topf sorgt dafür, dass der Teig sofort eine hohe Temperatur bekommt und dass die Feuchtigkeit nicht so leicht entweichen kann. Beides führt anschließend zu einem sehr guten Ergebnis. Nach ca. 20 bis 30 Minuten, wenn der Ofen auf Temperatur ist, muss der Teig in den Topf. Das ist der schwierigste Moment. Hier muss man aufpassen, dass man sich nicht verbrennt und dass der Teig einigermaßen in die Mitte kommt. Das kann man durchaus vorher einmal trocken üben, bevor der Topf heiß ist und auch noch alles etwas schnell gehen muss, damit nicht zu viel Wärme entweichen kann. Zum Einfüllen habe ich schon die verschiedensten Techniken ausprobiert. Ich habe es auch bereits schon mit dem Gärkörbchen getestet. Das funktioniert nicht ganz so gut, weil das Gärkörbchen, das ich besitze, hat einen leicht größeren Durchmesser als der Topf. Es ist besonders wichtig, dass die Schüssel, in dem der Teig ist, etwas kleiner ist, damit ich an die Seite meine Finger machen kann, um das zu halten und den quasi mittig herausfallen lassen kann in den heißen Topf. Nach 20 Minuten entfernen wir den Deckel des Topfes und reduzieren die Temperatur des Backofens auf 200 Grad. Das Brot wird für weitere 10 Minuten fertig gebacken. An dieser Stelle schauen wir uns einmal das noch nicht ganz fertige Brot an. Wir sehen, dass es schon ein wenig Farbe hat und auch schon leicht an der Kruste eingerissen ist. Aber es wird noch einmal bei reduzierter Temperatur für weitere 10 Minuten gebacken. Das kann man auch gegebenenfalls ein wenig auf Sicht machen, denn die 10 Minuten kommt immer auf die persönliche Vorliebe drauf an. Der eine mag es ein bisschen heller oder dunkler. Einfach immer mal wieder in den Backofen schauen und wenn man zufrieden ist, einfach das Brot herausnehmen. Hier sehen wir es, bei mir waren es genau die 10 Minuten und das Brot hat eine schöne leichte Bräunung. Beim Herausnehmen des Brotes muss man noch etwas vorsichtig arbeiten, nicht dass man jetzt das schöne Ergebnis zerstört. Also wird der Topf auch wieder vorsichtig umgekippt, auf das Gitter das Brot herausfallen gelassen und anschließend nur noch schnell umgedreht. Wie man hören kann, ist auch die Brotunterseite richtig schön geworden und wenn sich das Brot so anhört, so leicht hohl, ist es auch fertig. Wir schauen uns jetzt das Brot noch einmal in Ruhe an. Dies ist wirklich sehr schön geworden, wenn man überlegt, dass wir insgesamt nur eine Stunde maximal an Gärzeit hatten. Das ging zum einen dadurch, dass wir beim Zubereiten schon warmes Wasser genommen haben. Dadurch hat der Teig schon eine höhere Temperatur und da wir das dann ins Wasserbad gestellt haben, hält der Teig auch noch die höhere Temperatur. Und bei der Hefe ist es so, dass je höher die Temperatur ist, desto schneller reagiert sie. Aber man muss immer aufpassen, dass die Hefe nicht auf über 40 Grad kommt. Denn dann geht das Brot gar nicht mehr auf. Das frische Brot aus dem Topf sieht einfach herrlich aus. Es ist sehr schön oben eingerissen, obwohl wir das Brot nicht einmal eingeschnitten haben. Das Brot hat eine wunderschöne Kruste und einen festen Boden. Mir persönlich gefällt die Benutzung eines emaillierten Topfes am besten. Ich habe selbst nur ein wirklich preiswertes Modell, aber das ist dafür hervorragend geeignet. Ich verlinke den mal in der Beschreibung. Zum Auskühlen des Brotes stellt man es am besten auf ein Gitter. Man sollte es in Ruhe vor dem Anschneiden stehen lassen. Bei diesem ganz einfachen Rezept habe ich ausschließlich Weizenmehl genommen. Hier kann man aber auch ein bisschen variieren, je nach Geschmack. Man kann zum Beispiel ein Drittel Vollkornmehl nehmen oder auch ein bisschen Dinkelmehl oder Roggenmehl. Da muss man immer nur schauen, dass der Teig zu Anfang die gleiche Konsistenz behält. Denn gerade wenn ich die Mehlsorten variiere, Vollkornmehl nimmt mehr Wasser auf, muss ich die Menge anpassen. Ich wünsche viel Spaß beim Nachbacken und guten Appetit. Lasst mir gerne einen Kommentar da, ob euch das Brot genauso gut gefallen hat und falls noch nicht geschehen, lasst mir auch gerne noch ein Abo da. Das vollständige Rezept findet ihr wie immer in der Beschreibung und unter www.tastefulfood.de.
teigwelt.de.